Wo ich gerade hier am Aufräumen bin und am Durchlüften, ist mir eingefallen, dass ich noch gar keine richtige Roomtour gemacht habe. Also folgt das heute mal hier in Grömitz an der Ostsee. Wie ihr sehen könnt, sind da vorne meine zwei Organizer-Taschen, wo in der rechten oben drinne meine zwei Tassen und das Spülzeug ist. In dem Fach darunter sind unter anderem eine Pfanne, zwei Teller, zwei große Schüsseln, zwei kleine Schüsseln und der Kochtopf, meine Gasflasche, meine Bambus-Kochlöffel, ein Messbecher und zwei Getränkebecher. Hier vorne steckt schön mein Besteck drinne. Da in der Mitte steht immer so Diverses rum, was gerade so gebraucht wird. Jetzt in dem Fall die Sonnencreme, weil echt Sonnenbrandwetter ist. Und das am 20.04. ist schon toll. Ja, hier in der linken Tasche ist einmal so Feuchttücher für mal eben Hände abwischen zum Beispiel. Mein Taschentuch Vorrat, da ich so ein bisschen Probleme mit Heuschnupfen habe. Aber mal mehr, mal weniger. Hier ist es ganz gut. Ja, des Weiteren ist hier drin eine Haushaltsrolle, mein Schneidebrett, dann ein Behälter mit Gewürzen und einer so mit Magnesium und mal eine Kopfschmerztablette, was man so braucht. Hier oben ein Geschirrhandtuch, meine Holzuntersetzer, die ich brauche, wenn ich zum Beispiel ein heißes Getränk habe, weil ich das nicht direkt auf die Arbeitsfläche hier stellen möchte. Davon habe ich drei Stück. Alle so passend geschnitten, dass die schön hier reinpassen. Ein paar Wäscheklammern, Müllbeutel, Ersatzbatterien, falls mir mal nachts das Licht ausgeht. Beziehungsweise die Batterien leer gehen. Ich hoffe nicht, dass mir nachts das Licht ausgeht. Ja, und da in der Ecke, das ist immer so meine Ablage. Da liegt jetzt ein Buch, eine Flasche, Brillenetui, was halt so anfällt. Hier unten habe ich hier an der Seite noch so einen kleinen Stauraum. Da habe ich jetzt die Seitentasche und die Lenkertasche vom Fahrrad. Die so lange da stehen bleiben, bis da irgendwann mal die Elektroeinheit reinkommt mit Batterie und was so dazugehört. Aber dafür muss erst wieder ein bisschen gespart werden. Ja, hier ist ja meine Sicherungsschraube, dass der Herd nicht raus kann. Da hänge ich immer einen Müllbeutel dran. Ist halt jetzt Praxis, ne? So sieht es hier wirklich aus, wenn ich unterwegs bin. Den kann ich aufdrehen. Ziehe die Schraube raus. Dann kann ich den Koffer rausnehmen. Wie der funktioniert, wisst ihr alle. Da ist der Kocher drinne. Dann nehme ich nur diese Platte raus, drehe die um und schon ist das ganze Ding fertig. Das gleiche, wenn er abgekühlt ist, wieder zumachen. So, dann kommt der wieder hier rein, die Schraube auch passend wieder. Na, ja, mit einer Hand ist das eher schwierig. So, hält erstmal. Hier unten drunter in der Folie ist eine Campingtoilette, die nur für Notfälle sein soll, falls mal irgendwo was ist. Ich weiß es nicht. Fußballgroße Hagelkörner, Gewittersturm, dann kann ich die benutzen. Ansonsten bleibt die unbenutzt, so in ihrer Originalverpackung, wie sie auch noch schön ist. Und das soll auch so bleiben. Ja, da draußen liegt mein, oder steht mein Klappstuhl. Wie ihr seht, da auf der Ecke noch das Radio, was ich immer mit habe. Ein Buch zum Lesen. Und hier diese Rolle, das ist so ein Luftentfeuchter. Ob der gut funktioniert oder nicht, ich glaube schon. Also ich habe jetzt hier nichts beschlagen drin gehabt morgens, wenn ich aufgestanden bin. Allerdings bin ich auch nur eine Einzelperson. Das Ganze auf diesem Klapptisch natürlich.
den ich ja seitlich anklappen kann wieder. Ja, über der Tür hängt noch der Schlafsack von heute Nacht, dass der auch durchlüften kann. Hier ist jetzt ja dieses Verlängerungsbrett, was ich so nach vorne ziehe. Da kommt dann das Matratzenstück noch drauf, was ich jetzt nicht mit habe. Das nehmen wir nur mit, wenn wir zu zweit sind. Und die Matratze, die hier liegt, die ist gerade draußen zum Lüften. Weil, wie gesagt, Bombenwetter. Und ich mir dachte, während ich hier bin, lüfte ich mal alles durch. So. Ach ja. Hier hinten, da hängt mein Kulturbeutel, so ein Sommerschlafsack oder Schlafsack-Inlay für Alpinsport, so für die ganz warmen Tage. Mein Handtuch, da oben ist so ein Expander gespannt, auf der Seite auch und hinter mir hier auch. Und da hängt die Lampe so, dass ich nachts direkt immer greifen kann. Die Holzverkleidungen an den Fenstern, wie ihr seht, sind an zwei Seiten noch dran. Hier vorne nehme ich die ab und stelle die dann einfach da in die Lücke, die speziell dafür auch gemacht ist. Da kann ich also die drei kleinen Wände von der Schiebetür, Seitenfenster und Heckfenster abstellen. Und die große hier auf der Fahrerseite, die lasse ich sowieso dran, weil die zu sperrig ist. So, hier ist ja einfach Stauraum. Und was bemerkenswert ist, durch diese ganze Armaflex-Isolierung, ihr seht, da sind auch meine Getränke drin. Auf jeder Seite eine Packung, damit das Gewicht schön verteilt ist. Die sind kalt. Ich habe noch für meinen Thermometer hier so einen Sensor, den man draußen hinmachen kann. Den werde ich demnächst mal da reinpacken, um die Temperaturunterschiede zu sehen. Aber die Getränke sind definitiv kalt, als wenn sie aus dem Kühlschrank kämen. Selbst wenn jetzt im Fahrzeug mit dem Thermometer hier 38 Grad, 40 Grad sind, ich nehme hier unten Getränke raus, kalt. Ja, hier habe ich jetzt normalerweise noch meinen Klappstuhl drin. Hier so eine Picknickdecke, die Luftpumpe, ein paar Schuhe. Ja, dieser Kärcherreiniger gehört eigentlich nicht hier rein, aber den habe ich unterwegs entdeckt zu einem guten Preis und habe mir gedacht, gut, nehme ich mit. Des Weiteren ist hier so eine kleine Staubox, da habe ich alles drin, was irgendwie mit Ladegerät oder sonstiges zu tun hat. Auch nochmal so als zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit, deswegen in so einer Box. Ja, so von der Konstruktion seht ihr hier, drei Balken, so als Querstreben, vier Füße und dann vernünftig verkleidet. Hier hinten ist so ein kleiner Sack, den nehme ich auch nochmal raus. Wie ihr sehen könnt, ist das mein Wäschesack. Wash it or give it to your mom. She knows best. Auch nicht schlecht. Also wasche es selber oder gib es deiner Mutter, die weiß genau, wie es geht. Das ist immer da hinten drin, weil von hier hinten ist keine Trennwand, damit ich auch von außen drauf zugreifen kann. Wenn der Fahrradträger nicht dran ist. Dadurch, dass jetzt der Fahrradträger hinten am Auto ist, werde ich den Kofferraum einfach zulassen, weil ich der Meinung bin, dass das für die Standardscharniere einfach zu viel Gewicht ist, um da jetzt die Klappe jedes Mal auf und zu machen. Das würde gehen, wir haben es auch schon mal gemacht, dass einer die Klappe hält, aber das ist nicht in meinem Sinne. So, jetzt mal eben Seitenwechsel. Also ist es so, dass ich auch hier zwischen genug Platz habe, um mit den Füßen vernünftig dazwischen zu kommen, weil hier in absehbarer oder in der Zukunft noch ein Tisch hin soll, der dann auch runtergemacht werden kann auf diese Kante. Und dann hätte man eine Liegefläche hier von 2 Meter mal 1,55, 1,60 in der Breite ungefähr. Aber es wird zurzeit nicht benötigt und deswegen habe ich das auch nicht dabei. So, hier ist meine andere Matratze und auch darunter befindet sich ein Staufach. Und zwar hier, oh, meine Wasserflaschen sind umgekippt. In der Box sind meine ganzen Bekleidungen und in der linken zum Beispiel sind die Chemikalien für die Toilette, ein Toilettenpapier, Kerzen,
so ein Terrakotta-Topf, um abends auch ein schönes gedämpftes Licht hier zu haben, was auch keine Brandgefahr von ausgeht. Und da in dem Beutel sind nochmal speziell Fahrradsachen. Also so vom Stauraum her seht ihr, alles gut. Da vorne der Stauraum ist noch offen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das mit der Elektrik alles so machen werde, dass es für mich passt. Deswegen ist an dem Raum da noch keine Klappe. Ja, das Schiebefenster, wie ihr seht, kann ich ja auf- und zumachen. Da liegen jetzt auch diverse Sachen wieder. Das Kopfkissen zum Lüften. Wie gesagt, bei dem Wetter, man muss es einfach nutzen. Da vorne hat sich nicht ganz viel geändert, wie ihr seht. Es ist eine vernünftige Fußmatte reingekommen, eine einteilige, für ein T4 speziell. Kann ich euch auch eben noch zeigen, indem ich einmal eben hier rausgehe. Sind so Feinheiten. Hier ist eine Fußmatte extra. Ach ja, genau, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Also, wenn ich jetzt die Fußmatte rüberschiebe, mit der Sitzbank zusammen, das funktioniert, dann kann ich das öffnen. Und habe hier meinen Wassertank drin und zwei Spülschüsseln und noch zwei Paar Schuhe, sehe ich gerade. Ja, ne? Also das Ganze auch gut. Und wenn ich das hier wieder zurückziehe, ist es so, dass während der Fahrt das Ganze auch arretiert ist. Selbst wenn da mal was umkippen würde, geht die Tür so also auch nicht auf. Ja, jetzt hier mit dem Kissen, wie gesagt, da nichts weiter, was man groß sehen kann, außer die Doppelsitzbank, diese einteilige Fußmatte. Schön hier dieser Halter für die 1,5 Liter Flaschen. Und das Fahrzeug an sich kennt ihr ja. So sieht es zurzeit aus. Ich habe jetzt gerade ja hinten gesagt, eine Matratze schon raus zum Lüften. Die andere kommt gleich noch. Und so sieht das Ganze aus mit den Fenstern, wenn ich die Verkleidungen von innen dran habe. Ja, soweit so gut. Das war's für heute mit der Roomtour. Ich hoffe, ich habe euch diesmal alles gezeigt. Wenn nicht, es ändert sich auch nochmal was, dann seht ihr es da nochmal. Also, macht's gut, euer Markus.